Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Matthias Kloker, schönen Donnerstag. Ein 28-jähriger Türke hat bei einer Kurdendemo in Bregenz zwei 17-jährige Gegendemonstranten mit einem Messer niedergestochen. Deshalb musste sich der 28-jährige jetzt vor dem Innsbrucker Oberlandesgericht verantworten. Das Urteil: 3 Jahre Haft. Die kurdische Demonstration in Bregenz richtete sich gegen die angebliche türkische Unterstützung der Terroristen des Islamischen Staats bei der Belagerung der syrischen Stadt Kobane. Eine Hütte hat am Abend im Lustenauer Ried lichterloh gebrannt. Ein ca. 50-jähriger Mann hat laut Polizei das Feuer gelegt. Die Riedhütte ist komplett abgebrannt. Zeugen haben den Mann bei der Flucht beobachtet. Der ca. 50-jährige ist korpulent, hat einen 3-Tage-Bart und spricht gebrochen Deutsch. Die Polizei Lustenau bittet um Hinweise. In Sennwald, direkt über der Vorarlberger Grenze in der Schweiz, haben sich zahlreiche Bewohner über das Trinkwasser beschwert. Das Wasser würde nach Gülle stinken. Die Gemeinde gibt jetzt Entwarnung, es besteht keine Gefahr. Woher der Gestank aber kommt, ist nicht bekannt. Die Aktion Üserdorf wird in Waldamalberg zieht weite Kreise. Seit Mitte Oktober steht dort ja mit 6,50 Meter der größte Stuhl Vorarlbergs. Damit soll ein neuer Pächter für das Gasthaus Tafelspitz gefunden werden. Bereits 200 Stühle zum Preis von 1.000 Euro sind verkauft worden. Außerdem haben sich schon 5 mögliche Käufer für das Gasthaus gemeldet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.